Holy shit! Man kann über Warframe sagen, was man will, aber Trailer haben die Mädels und Jungs von DE sowas von drauf. Scheiße, Mann, bin ich gehypt. In diesem Video habe ich euch das Wichtigste aus Deathstream 158 zusammengefasst. Und noch ganz kurz was in eigener Sache, heute startete mein alljährlicher Warframe Adventskalender. Schaut gerne mal rein, es gibt eventuell was zu gewinnen, aber nun weiter im Text. Link zum Cinematic Trailer zu The New War sowie den gesamten Deathstream findet ihr in den Infokarten und in der Videobeschreibung. Aber nochmal ganz kurz zum Trailer. Ich habe da wirklich mit einem Gänsehautpullover gestern am PC gesessen. Einfach nur episch, es wird wohl Zeit für einen Warframe-Film. Das Beste am gestrigen Deathstream ist für mich aber, dass wir endlich einen Termin für den Release von The New War haben. Ab dem 15. Dezember kickt die Warframe-Sucht wieder richtig rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so merkt, aber ich freue mich wirklich tierisch. Krass finde ich, dass man den New War bzw. die Quest bestätigen muss, denn die Quests soll über mehrere Stunden gehen. Super, dass man zwischendrin Pause machen kann und der Fortschritt zwischen den Missionen gespeichert wird. Der Loadout-Zugriff wird limitiert sein und man soll wohl, sofern ich das richtig übersetzt habe, während dieser Story-Quest am normalen Treiben in Warframe nicht mehr teilnehmen können. Ich denke mal, man kann ja echt nur die Story durchballern, bevor es wieder in den täglichen Grind geht. Zum Update gibt's auch eine eigene Promo-Page, auf der ihr euch in Ruhe nochmal die Sachen anschauen könnt, die auf uns zukommen. Link ist wie der Rest in der Videobeschreibung. Caliburn ist der neue Frame, den wir ab diesem Update kaufen bzw. farmen können. Designtechnisch erinnert mich der Gute an die Kampfdruiden aus Star Wars. Also irgendwie ist er ja schon cool, aber auch irgendwie meh. Ach kommt schon, ihr wisst, was ich meine. Dank der Promo-Page weiß man auch mehr über seine Fähigkeiten und die klingen echt nicht schlecht. Saugeil, dass man sich mit ihm zum Beispiel Sentinels beschwören kann, die einem Kampf zur Seite stehen. Video zum Frame gibt es natürlich, sobald dieser im Spiel verfügbar ist. Das Bild, das ja die ganze Zeit schon im Hintergrund anstarrt, sind im Übrigen Calibans Fähigkeiten sowie seine Passive. Natürlich gibt's mit ihm auch eine neue Waffe, die, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sich Venerto schimpft, sowie ein zum Theme passendes Syandana. Und wenn wir gerade schon beim Thema Fashion sind, boah Alter, was für eine glorreiche Überleitung war das denn? Harrow Prime wurde im Stream gezeigt und ja meine Fresse, das Design kickt wie Sau, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich freue mich jetzt schon, an ihm mit seinen anderen Skins was Nices zu basteln. Sein Prime-Design hat definitiv was von einem Warhammer 40k Priest. Einfach nur geil. Mit dem Release von Harrow Prime können wir unsere Hände auch an die Scourge Prime legen. Mann, 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 heute erinnert mich aber auch alles an andere Sci-Fi-Universen. Hier schwirren mir direkt die Goa'uld auf Stargate im Kopf rum. Harrow bekommt zudem ein paar Quality-of-Life-Änderungen. Die bequaken wir aber gemeinsam dann in seinem Bild- bzw. Guide-Video. Mesa und Volt bekommen noch sowas von abgefahrene, coole Sentience-Theme-Skins. Beides Frames, die ich zwar eher weniger spiele, aber meine Fresse, Scheiße geht definitiv anders. Ich muss die beiden unbedingt haben. Erste Sahne, die Teile. Für mich klingt The New War einfach nur klasse. Eine Quest in Warframe, die über Stunden gehen sollen. Hoffentlich gibt's da aber nicht so ein Hotfix-Desaster wie die Überarbeitung von Railjack. Aber ich bin da guter Dinge, denn DE lernt ja bekanntlich aus seinen Fehlern. Es war ein Deathstream unter 60 Minuten. Ich gehe stark davon aus, dass DE hier noch einiges am Feilen ist, damit wir uns mit einem Hammer-Update über die Feiertage beschäftigen können. Teilt mir eure Meinungen zum Deathstream 158 gerne in den Kommentaren mit. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.